Da ist nicht viel drin. Das muss noch eingeordnet werden. Ich sehe schon, ja. Hallo, die Dinger sind ganz frisch. Also frischer als ich. Was ist denn das für ein Holz hier auf dem Boden? Das ist Birkenholz. Dann brauchen wir Birkenholz. Da ist noch eine ganze Palette hier unten drin. Palette im Lager? Ja, natürlich. Auf Euro-Paletten ziehe ich das hier gleich mit meinem Gabelstapler raus. Genau, wollte ich gerade sagen. Hier sind noch ganz viele. Ne, hier in der anderen. Moment, kommt's mir. Oh ja, ich sehe schon. Schön, ne? Da unten. Ja, dann probieren wir das jetzt einfach mal aus. Mhm. Das sieht vom Boden dann halt... Also das ist ja, obwohl, das ist dann ja an den Wänden. Richtig. So getäfelte Wände. Ich meine, überall das zu machen, wäre etwas zu viel des Guten, kann das sein? Ja, schauen wir mal. Nö, ich glaube, das sieht sogar recht gut aus. Ja, nachdem du einen Block dahin geballert hast. Ja, kann man bestimmt machen. Was benutzt du gerade für einen Texturenpack? Das von Honeyball. Aha, dann sieht es bei uns wahrscheinlich gleich aus. Das ist sehr gut möglich, ja. Es besteht eine gewisse Chance. Ja. Ja gut, hat auch was. Schon, ne? Ja. Da kann man ja vielleicht noch ein schönes Bild oder so ranhängen. Wollte ich gerade sagen, da müssen auch irgendwie Bilder rein. Ich muss sowieso hier nochmal Bilder aufhängen. Ja, allgemein, das muss ja alles noch richtig dekoriert werden. Bilder macht man mit Stöckels und Wolle, ne? Kann das sein? Ich habe keinen Schimmer. Das ist schön, dich dabei zu haben. So. Was mache ich denn in der Zeit mal? Ich will ja auch nicht immer nur daneben stehen, wenn ein anderer baut. Wobei, das entspricht natürlich meinem Naturell, aber... daneben stehen, gucken, wer andere arbeiten. Ja, natürlich. Ja. Arbeit ist echt spannend. Könnte ich den ganzen Tag mal zuschauen, ne? Richtig. Sehr gut. Es ist dunkel hier geworden. Ja, weil ich die ganze Hier könnte man hier tatsächlich machen. Als Deckenbeleuchtung dann irgendwie Lightstone und sowas reinzwiebeln. Hast du? Nö. Ich war noch nie im Nether. Ja, dann. Wir können natürlich auch in den Nether gehen gleich. Ja, Lightstone wäre eine coole Sache. Wobei, Nether. Nether! Brauchen wir noch Obsidian, ne? Das ist schön, wenn man hier reinkommt und hochspringt, stößt man sich erstmal den Kopf. Bam! Ja, ich glaube, den Eingangsbereich müssen wir sowieso dann noch optimieren. Ja. So ein bisschen. Man kann ja auch auch noch Holz. Versteckten Eingang machen. Verschiebbar. Jetzt hast du hier mein ganzes Birkenholz verbraten. Ja. Aber hier steht nicht auf gebratenes Birkenholz. Genau. Ja. Mhm. Ich halte mich ja noch gerade zurück, ne? Nein, mache ich nicht. Mache ich gar nicht. Hier liegt übrigens seit Ewigkeiten Schnee in der Kiste, ne? Wollte ich nur mal angemerkt haben. Warum auch nicht? Direkt, ne? Am besten noch direkt neben dem Eimer mit Lava. Also ich meine, ich warte ja noch drauf, dass es hier dann irgendwann mal einen Realismus-Mod gibt. So in der Form, dass hier Schwerkraft kommt. Was sehr böse wird. Und zum da Beispiel fällt mir jetzt gerade auf, dass wenn ich hier die Wand noch mit Birkenholz auskleide, dass man das natürlich zwischen den Kisten sieht. Wie schaut denn das aus? Das ist aber gar nicht so schlecht. Das sieht dann halbwegs stilvoll aus. Na, siehst du mal. Zumindest ein wenig was. Komm mal Fackeln, obwohl das sieht auch doof aus jetzt. Über der Tür kann auch Lightstone hin. Ich meine, das kann hier überall, ne? So angemerkt. Ja, Lightstone ist immer schön. Ich finde Lightstone klasse. Ich hab da noch nie, also bis auf im Creative Mode, noch nie wirklich was mitgemacht, weil ich noch nie welchen gefunden habe. Oder gebaut. Ich habe ja jetzt in den neueren Versionen noch nicht allzu viel gespielt. Wie gesagt, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, wo ich nicht ausreden konnte bis wollte, spiele ich ja aktuell nur hier im LP. Ne? Ja. Ja. Aber wenn ich hier, guck mal, wenn, er muss aber überall hinter den Kisten sein. Schon, ne? Aber jetzt muss man das irgendwie... auch sagen. Nee, das mache ich halt nicht, weil mir das sonst zu doof ist, sondern weil ich da nicht zukomme. Ja, ich hatte ja am Anfang mal ein kleines Zeig herum, wo ich so komische Häuser gebaut habe. Und das war halt im Creative Mode. Und da war ein bisschen Lightstone bei. Aber sonst... So. Das heißt, machst du das hier aus Holz, ne? Dein Podest. Ja. Ach so.
Also dahinter ist, okay. Da sieht man das ja nicht. Das sieht man es eh nicht. Dann machen wir das wo, da aber auch noch hin. Wenn man sich hier hinstellt und dran zoomt, dann sieht man das. Ja, da so. Oben hätte das Geleuchte hingekonnt vielleicht. Oder auch da drunter. Ja, oder und auf der anderen Seite muss auch nochmal. Ja, ja. Ja, das schauen wir dann, wenn wir den Lightstone haben, würde ich sagen. Man kann nicht durch die Kisten hindurch die Sachen einsammeln. Das ist ziemlich dämlich. Das ist ja voll unrealistisch. Das ist ein bisschen Kobbel. Ist ja jetzt auch kein Riesenverlust. Ein Riesenverlust ist es ganz sicherlich nicht. So. Gut. Ja. Es hat was. Sieht doch schon viel edler aus. Siehst du, muss ja, erst ein Fuchs kommen und deine Wohnung schön machen. Du bist der Küchenfuchs, ne? Richtig. Jetzt hängt hier das ganze Gekobbel zwischen den Kisten. Ja, das sieht auch nicht aus. In 5 Minuten nicht mehr. Boah. Ich guck mal eben auf die Uhr. 21, 22, 23. Sehr gut. Wir stehen jetzt einfach 5 Minuten und gucken dem Kobbel zu. Ja, natürlich. Ich gucke auch immer dem Gras beim Wachsen zu. Das ist eine schöne Beschäftigung. Das ist manchmal spannender, als man denkt. Kreuzen die sich jetzt? Oder wie breit wird das? Fällt es aus der Norm raus? Ansonsten nenne ich es Norman, das kleine Gras. Gott. Oh. So. Wow. Ja, ja. Ja. Ist bald vorbei. Nee, Quatsch. Neta. Neta, wir brauchen, da ich ja keine Diamantenspitzhacke und kein Obsidian habe, gießen wir uns das einfach mal, oder? Wollen wir jetzt echt in den Neta? Na klar. Okay. Tschüss Welt. Tschüss Mann. Auf nimmer Wiedersehen. Vielleicht wollen wir uns aber dann, wenn wir im Neta unterwegs sind, noch ein bisschen Ausrüstung anziehen. Ich gehe immer nackt in den Neta. Hier ist Eisen, aber es ist auch sehr begrenzt. Okay. Ich muss vor allem dann aufpassen, wenn ich wieder im Singleplayer hier weitermache, dass ich mir die Rüstung auch mitnehme. Weil ich verfrachte dann mein Inventar immer schön in die Kisten, damit es auch gespeichert wird. Aber meistens vergesse ich die Rüstung. Das heißt, ich hätte jetzt eigentlich auch Schuhe an, wenn ich dran gedacht hätte. Das ist schön, ne? Prima. Ich mache mir erstmal einen Helm, damit die Gedanken gefangen bleiben. Wobei, das reicht noch nicht ganz. Ein paar Schüchen noch. Ich frage mich ja immer noch, wie Schuhe mich davor schützen wollen, also sollen, dass ich sterbe. Ja, es kann ja sein, dass du unglücklich umknickst. Genau. So, das sind auch noch Eisenbarren. Ja, das sind 21 müssten es sein. Ne, 20. 20. Dann mache ich mir auch noch einen Helm und Schuhe. Ja, ich habe mich gerade schon bedient. Mir fehlt allerdings noch eine Hose. Und ohne Hose. Gut, ist natürlich, da sind die Gegner dann direkt abgeschreckt, aber sonst. So. Ich meine, wir müssen im Nether ja auch nicht gegen Gegner kämpfen, ne? So ist ja nicht. Und ich. Bogen habe ich dabei, das ist schön. Müssen tun wir es nicht, nee. Hast du noch was zu essen? Nein. Sehe ich gerade. Gut, dass du mich dran erinnerst, weil ich achte da eh nie drauf. Ich dachte, ich ernte gerade mal die Felder hier ab. Das ist eine sehr gute Idee. Weil die sind gerade so, die strahlen im goldenen Glanz mir entgegen. Oh, die schmackhaften Krumen reißen sich aus dem Boden heraus, selber, weil die sehr suizidale Tendenzen bereit haben. Da kann ich gar nichts für. Ich gucke die nur schief an und die haben gleich keinen Bock mehr. Die springen von alleine aus dem Boden. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Ja. So, genau. Warte, dann gebe ich dir noch das restliche Weizen und ich bepflanze dann da drüben das Feld. Ich bepflanze das gerade. Achso. Nee, ich meine das kleine Minifeld da. Ah, okay. Ich habe jetzt Weizen. Weil es ja Unterschiede zwischen der Weizen und das Weizen gibt. Das stimmt, ja. Das verwechselt man gerne mal. Zumindest ich. Es ist beides sehr nahrhaft, das stimmt. Ja. Da liegt Brot für dich rum. 20. Och. Ich sehe es gerade. Komm, wenn ich dabei bin, dann ernte ich da hinten auch nochmal ab. Haben wir hier eine lustige Ernteria? Ja, wobei das Weizen sollte man ja immer nur in Maßen genießen. Das stimmt. Sag mal was. Hallo. Okay. Du hast da übrigens ein Feld kaputt gesprungen. Ich glaube, das war schon vorher. Ich meine, wenn hier der ganze. Wenn der Weizen in der Gegend steht, dann sieht man das nicht.
Das ist ja eh nur zur Zierde hier. Außer jetzt gerade, wo ich das ernte. Ja, das ist gerade irgendwie lebensnotwendig. Toll. ja, sehr das gut. Das muss so. Das ist jetzt gerade so. Der Trockenzeit. Genau, das wird sein. Mhm. Die Trockenzeit. Wer kennt sie nicht, ne? Ich erkläre die Welt immer so, dass mir die passt. Da muss man kreativ werden. Oh, da drin hast du noch, scheiße. Mhm. Kreativ werden. Wie, scheiße? Ja, ich hänge gerade hier im Wasser und ich glaube, ich mache jetzt auch... ich habe das Feld nicht kaputt gemacht. Nee, ich könnte mir hier mal die Ho wiederholen und dann das alles beäckern. Dann singt man da ein lustiges Lied zu, was mir gerade nicht einfallen möchte. Ich finde auch die Leiter da relativ interessant. Das ist schön, ne? Ja. Da unten sind noch... Das sind Gegner. Ja, da sind unentdeckte Weiten, deswegen geht er mal nicht lieber runter. Nee, ich schwimme mal lieber wieder hoch. Ich bin hier eh gerade am Ersaufen. Ja. Ah, du hättest auch die Leiter hochgehen können. Stimmt, ja. So, hier alles wieder ordentlich gemacht. Spring da nicht auf dem Feld rum. Schön. Tu doch nicht so. Du willst mir doch nur Angst einjagen. Und das kann ich nicht ab. Nachher muss ich wieder eingeliefert werden. Genau. Oh, ich habe hier noch einen Weizen. Ja, Prost. So, ich habe noch ganz viel Weizen. Oh. Dieses Weizen macht mich ganz wuschig. Schätzelein. Weiß Bescheid. Das ist aber auch eine Stimme, die man nicht nachmachen kann. Nee, keine Chance. Selbst ich nicht. Mit meinem Rumgebrumme hier. So. So, bist du wohl genährt? Ja. Ja, es ist schön. Ich hole mal eine Runde Eimer. Okay. Wo haben wir denn eigentlich Lava? Ja, das Blöde an Lava ist ja, die kann man sich nicht unendlich nachzüchten, ne? Oder? Das geht... Nee, mit Lava geht das nicht. Nee, meine ich. Es ging, glaube ich, irgendwann mal, aber das habe ich nur so gehört. Mit Wasser geht das. Ich glaube, ich werde noch... Nee, ach, da ist noch Eisen. Ich kann ich mir auch die Rüstung nochmal komplettieren. Ja, ich habe dir schon noch ein bisschen Eisen da drin gelassen. Aha. Siehst du mal. Was fehlt mir denn jetzt? Eine Hose, stimmt ja. Ja, maßgeschneidert. Ich habe keinen Platz mehr. Angel. Kommt gleich wie eh wieder zu mir. So, wieder eingeholt. Hier, der Wolle. Was soll ich mit der Wolle? Hab ich ja nix. Kies. Unterhalte doch derweil bitte die Leute. Hallo. Fühlt euch alle unterhalten. Sofort. Ich muss sagen, du bist ja echt gut drin. Ja, das alles funktioniert einwandfrei. Ich bin voll der Entertainer. Ja, natürlich. Du solltest Videos machen. Ja, sollte ich mal echt damit anfangen, glaube ich. Werkzeug. Äxte braucht man ja selten im Nieter, ne? Ja. Aber ist egal, ich mache mir trotzdem eine. Oh, Pfeile. Ein Schwert wäre vielleicht noch nicht schlecht. Da hast du Eisen. Ah, sehr gut. Das ist auch das Letzte, was ich habe, was ich von meiner ganzen Erkundungstour mitgebracht habe. Okay. Ich muss also demnächst wieder in die Höhle, wahrscheinlich unter dem Haus hier. Ne, das, was da im Fluss da hinten ist. Wäre vielleicht eine Idee, damit wir das auch endlich mal erkunden. Brauch noch. Ich nehme mal Leitern mit, die habe ich eh schon dabei. Kohle habe ich auch. Holz habe ich mehr, als mir lieb ist. Beide, wie ist Holz denn das? Stöcke. Ah. Wir können ja beide die ganze Zeit ganz undeutlich reden. Damit weiß man auch genau, was hier passiert. Ja, er muss schon was sagen, ne? Also nicht einfach. nicht einfach so. Verarschen kann ich mich alleine, Junge. Das kann der Peter Maffay aber auch. Stimmt, der Peter. So. Es wird Nacht. Mal wieder. Ja, unfassbar. Das hatten wir ja noch nie hier. Tschüss, Sonne. Tschüss, Mann. Schlitz. Ach nee. So, schlafen.
Ich guck dir einfach zu, wie du im Bett liegst. Und jetzt drehe ich mich zur Wand. Pam. Pam. Donk. Pam. Das mache ich jeden Morgen. Das hält den Kopf frei. Erst mal gegen die Wand laufen. Und es erklärt einiges. So.